Ja, hallo. Wir stehen jetzt hier kurz vorm Gotthardtunnel und auf unserer Urlaubsreise nach Italien. Ja, wir haben auch ein kleines Filmchen wieder und ich hoffe, dass er gefällt. Direkt neben der Autobahn ein Wahnsinnspanorama. Kaum liegt der Gotthardtunnel hinter uns, strahlender Sonnenschein. Ja, wir sind kurz vor Mailand, stehen im Stau und hier haben wir auch schon richtig schön warme Temperaturen, 32 Grad. So, gut 1000 Kilometer haben wir geschafft, das ist etwas mehr als die Hälfte. Und wir sind jetzt hier irgendwo bei Ancona auf einem Parkplatz, wo wir dann unsere Nachtruhe verbringen werden. Dolores und Louis schlafen hier, meine Frau hier im Auto. Wir haben da, mit Kevin haben wir da unser Zelt aufgebaut, wo wir genächtigt haben. Und heute Morgen gibt es dann einen kleinen Kaffee zum Wachwerden. Den haben wir uns hier vorbereitet. Ein Kocher und Kaffee. Und dann werden wir schon wieder Lebensgeister in uns zurückholen. Ganz viel Landschaft zum Gut finden. Bari nach Bottola geht es durch eine ziemliche Einöde. Das da hinten ist Bottola. Engen Gassen von Bottola. Ah, hervorragend. Da verhungern werden wir nicht. Il gattino, e chi te lo resta? Tu sei? Caracavo, ci sei in digilio che fai che il gattino, che non è già in casa.
Bene. Bella. Ah. Wer soll das alles essen? Wer soll das alles essen? In Deutschland auch. Ja, natürlich, klar. Schaschlik. Nee. Das Treffen machen wir nicht mehr Donnerstagabend, sondern morgen Abend. Weil meine Tante muss. So. Sì, c'è voi. Aber es geht brava, sei brava. Ma, quando andiamo al ristorante dopo? C'è un rifino in Sassienza. Ja, wir sind jetzt hier in Alberobello und hier gibt es besondere Häuser, ein Dorf, das heißt Trullidorf. Und da wohnen die Leute halt in so Steingebäuden. Das ist was, eine Maschine. Da kannst du auch wissen, guck mal, da erklärt er das auch alles. Rufe ich meinen Onkel, wenn er mir so einen Kunden bauen. Ja. Guck mal, wie die Dächer sind. Mit was? Ja, man soll es nicht glauben, aber hier haben früher wirklich Leute gewohnt. Und naja, ist so. Also die Leute, die haben sich früher diese Steine auf den Äckern zusammengeklaut und dann haben sie davon ihre Häuser gebaut. Alte Steine. Das sind alles alte Steine. Das ist ein super Panorama von hier oben. Ja. Ja. Hier sieht man noch Sitzer. Ja. Ja, ist ja auch so. Ja, diese Gebäude nennen sich Trullis. Ja. Guck mal, alte Und er kommt 10.000 Tische an uns. Und das kommt hier auf Ecken und ich war voller Fotzen. Und er hat da voll die Panik. Und er hat da voll... Was ist passiert? Und das ist alles weg, ne? Mit dem Feuchttuch, ne? Das ist die Angebote verstaubt. Ma non è vero ancora? Sì, ancora. Sehr eng hier. Ja. Nehmen die hier. So frisch ist es hier gar nicht so. Ist auch schon warm. Ja. Ach, ist ganz so warm. Ja, so sind die halt heute hier wohnen, ne? Ja, die Trojaner. Das ist es nicht. Das ist ein Kinderzimmer. Was? Das ist ein Kinderzimmer und hier sind Eltern. Luft mal, das sind Eltern. Nee, nee. Also, das ist nicht so, ne? Nee. Und dann haben wir die eingeladen zu kochen, die sind alle nicht gekommen. Sämtliche nicht? Ja. Das glaube ich aber auch. Ja, das gehört sogar zum Welterbe der UNESCO hier. Hier die Straße, sagt er. Ja, so, jetzt haben wir uns hier die Trullis angeguckt und fahren jetzt weiter. Ja, ich stehe jetzt hier auf dem Marktplatz oder dem Vorplatz in Motula. Die Italiener drehen hier total am Rad. Es ist also auch nachts und wir sind selber. Auf dem Balkon, ne? Ich muss die mal jetzt abends angucken. Ganz viele Lichter, richtig schön. Ach, meinst du jetzt von dem Parkplatz, wo man dann so rüberpumpen kann? Der Parkplatz ist so vorne. Tagsüber haben wir 40 Grad, da findet das Leben nachts statt. Hallo, das sind wir gerade.
am anderen Ende der Fahne. Ja, Norwegen ist das letzte Land. Footballspiel. Das ist für meine Mutter. Das kann auch für meine Mutter mit aufgehen. Ja, so kann man auch Werbung machen. Ja. Hier hat jede Familie ihre eigene Gruft. Überall Bilder. Also wie eine Stadt hier. Ein Dorf der Toten. Der macht nichts. Nee. Da ist auch noch ein Weg. Soll ich fahren oder? Ja, mach. Hat die Leiter festgelegt. Die Leiter ist ja so weit oben. Ich hab's toll. Was ist denn? Die sind aus Plastik, ne? Ja. Ja, okay, ja. Oh. Ist kein Wasser drin. Ich weiß auch nicht, wo man hier war. Wunderbar. Tarantine. Miesmuscheln, die heißen hier Kotze. 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 Orario. Vieni. Sì, eh? Ja. Ciao, sei tu. A me mi devi fare un posto dove non ci sono questi. Sì, no, ma non vuol sei lì, eh? Ah, non vuol dire. C'è il maglione da dove? Grazie. Miss Muschel. Che è di dove fa? Ah, senti. Ah, senti.
Ein kleiner Markt im Otola. Trinken wir, hau rein und dann gehen wir. Genau. Ah, guck mal, das ist auch, wo ihr wohnt. Die vergibt das auch. Das ist ja, wir sind jetzt hier in der Altstadt. Ziemlich enge Gassen, die Wege sind alle mit Marmor ausgekleidet. Gehen wir mal hier durch. Siehst du mit beiden? Fertig? Das ist schon cool. So ein Gabelstapler. Ja, wir sind jetzt hier in Castelneta Marina und hier soll es die besten Mafia-Torten geben. Schauen wir mal. Da müssen wir da rutschen. Da scende dal mare e da scende di qua. O stanno più avanti, da non si scende. Schmeckt's, Kevin? Ja. Wunderbar. Ja, und jetzt wandern wir noch ein bisschen durch den Ort. Heineken. Salute. Grazie. Heitere. Salute, okay. Heitere. Was?
Fatto suo passo, giro uno scatolo di cartone. Dovevo mandare all'aeroporto, prendo mio figlio. Dovevo mandare a Franco e ci sta un pezzo di cartone per la strada. Dovevo fare un sorpasso e proprio in quel momento c'è stato quel cartone là. Proprio per a stento l'abbiamo sorpassato e non abbiamo preso il cartone. Pensavamo preso il cartone per la strada là. Eravamo così. Non è che così, chi sei chiuso bagnato? Un bagnato è così qua, no, non è così, questo è un bagnato. No, questo è pure la mano, non così. Sono nu? Sono allergica alla mare.